Beutler ist wieder Beutler. Da. Wir haben noch 10 Top-Genesungen, 20 Hypertränke und über 20 Beleber. Wir können allzu großen Blödsinn machst, schaffst du das. Ey, wo ist mein Kindwurm? Ich muss Kindwurm noch von der Box holen. So wie damals bei Dragon Quest, als ich aus Versehen fliegen wollte. Ja. Und mir so den ganzen Boss versaut habe. Das ärgert mich mit Dragon Quest. Das nagt immer so. Das glaube ich. Einfach nur. Ich habe wirklich alles versucht, um Honeytech wieder am Laufen zu kriegen. Aber die Datei ist einfach nur dauerhaft auf dem PC corrupted. Auch wenn ich die deinstalliere und neu installiere, ist einfach kaputt. Das stimmt auch irgendwas nicht. Kindwurm, komm, du darfst jetzt nochmal ganz nach vorne gehen. Mein PC ist da sowieso etwas komisch. Oh, Rivale. Sag mal, was du drauf hast. 6 Pokes. Dieser Knoss. So, ich leg mich jetzt ins Bett und guck mir meine Pokémon an. Dieser Knoss kann fast gerade. Okay. Komm, Hundemond. Ach komm, Hunde, das muss drin sein. Mit Flammenwurf, One-Shot auf so ein LOL, Gesang ging daneben. Das ist dieser Knossgesang. Ist ja auch nur irgendwie fast 15 Level höher als ich. Gesang ging schon wieder daneben. Flammenwurf geht durch. Oh, bitte. Volltreffer. Man stirbt das doch ist einfach, das du Kackvieh. Ja, jetzt Pokémon geht Gesang durch. Ist klar, was mein Spiel beendet hat. Semsala. Alter, das Rätsel, was so schnell ist, ist es. Da komme ich nicht drauf klar. Janma. Dieser Knospen 6 Spiegel trägt. Wow, Alter, halbes Leben weg. Jetzt macht es Eruption, Alter, ich schwöre, weh, das ist jetzt ein. Oh, lol. Nee, ist nicht effektiv. Das wäre ja auch was. Wenn der nicht geht. Dieser Knospen ist tot. Ich wiederhole, dieser Knospen ist tot. Nächstes wird Visor. Aber Sven, nimmst du das ernst? Das ist ein Arena-Kampf. Champion, das ist die Meisterschaft. Wieso ist fast mit einem Durchbruch da, obwohl es 16 Level höher ist? Und jetzt macht es Willenleser. Ja, macht eine Top-Genesung. Ich treffe trotzdem noch zweimal mit Durchbruch. Was? Das ist die Belohnung jetzt für meine Mühen, dass mein Gegner verschrottet? Nehmen wir es nicht mal. Ja, pass auf. Ja. Ich hab eine große Fresse und gleich passt er auf Mewtwo Level 100 raus. Ja, der Randomizer. Alter, ist das sein scheiß Ernst, Kapalogis? Oh, okay, das ist eine Vollentwicklung. Gut, das wird wahrscheinlich schneller. Ah, fuck, es kann Erdbeben. Jetzt ist die Frage, wie viel Damage. Ja, One-Shot, keine Chance. Hundeball, ja, das schwach. Stimmt. Ja, pass auf. Ich da ist Professor Eich. Mach Platz! Echt! So. Ja, Kapalogis, mach ruhig Rückentzug. Das stört mich nicht, weil ich mache jetzt Pilzspure dafür und dann verfluche ich mich. Dann sehen wir ja, wer die längeren Eier hat. Eklig. Ja, alles klar. Fluch ist drauf. Ich mach gleich Genesung, nachdem ich. Oh, ich geh nochmal in den Felstunnel, weil es so schön ist. Mit seinem Erdbeben kann es nicht mal was. Oder mit seiner Intensität oder Erdbeben kann es nicht mal was machen, weil ich schwebe. Ja, das ist nice. So, belebe erstmal wieder mein Hundemond ins Spiel bringen. So irrelevant ist der Junge jetzt auch nicht. Meine Pokes aber alle so langsam sind. Das ist richtig eklig. Ja, Überreste heilen auch. Weißt du was, dann machen wir jetzt noch den Ekelsamen drauf. Oh, Kapalogis ist aufgewacht. Stahlflügel. Alter, der Damage ist real. Nein, scheiße, Kapalogis ist ja ein Pflanzenpoke. Das bringt ja gar nichts. Wascher. Ja, warte kurz. Easy, ganz ruhig bleiben. Einfach mal ein Hypertrank. Ist zwar sonst nicht die Taktik, aber ein Hypertrank ist einfach auf Gengar drauf. Dann sollte auch die nächste Attacke überleben. Jetzt habe ich mir das Bodoos gemacht. Mach mir ein bisschen Sorgen, dass Stahlflügel so stark. Alter, Stahlflügel ist die Hälfte meiner KP weg, aber. Ach nee, Kapalogis ist tot, ich habe nichts gesagt. Oh, Überreste füllten Duran wieder auf. Oh, ich glaube, die Hälfte seiner Pokes habe ich jetzt down. Ui! Nicht schön. Ninjas. Ja, ach so, ja gut, du hast einen anderen Randomizer, das kann ja jetzt alles sein. Bei Ninjas ist doch schon mal cool. Ah, Hitzewelle, Ninjas. Genau, ist ein Wutanfall. Ja, und natürlich trifft man Aerodactyl wieder nicht. Es trifft nie mit seinen Scheißattacken. Mann, ey, das ist doch so ein schlechter Witz einfach nur. Jetzt zieht er auch noch so wenig ab, ey. Das ist lächerlich. Lol, Ninjas ist verwirrt. Heim mich mal. Du.
Mann, ich könnte kotzen vor Wut manchmal. So wie du triffst dich jetzt. Natürlich trifft es nicht sich selbst. Es trifft immer den Gegner. Denn es ist ja ein Ninjas. Und Ninjas machen ja nie Fehler. Besonders wenn sie zu der Kante. So sieht's aus. Wenn das mein Ninjas wäre, das hätte sich selber getroffen. Genau. Das hätte ich einfach mal selber gemacht. Mit voller Energie. Bam, trotzdem tot. Beutel. Hypertrank. Ninjas ist komplett. Ey, wenn ihr. Jetzt habt. Ist sich mal selber getroffen. Kann ruhig schneller werden. Meine Aerodactyl ist so langsam, dass die Frage würde nicht mehr aufkommen. Ich kann ja fliegen. Ist nicht mehr verwirrt. Jetzt macht es Raub. Hm? Tempo-Schub erhöht seine Initiative. Setzt wieder Raub ein. Was macht was denn jetzt? Das? Ach, Wutanfall hat er ja nur eine AP von 5, oder? Oder 10. Ja. Jetzt kommt Panzer-Aero und jetzt packen sie die Knaller raus. Warte kurz. Ist Elektrizität auf Stahl ineffektiv oder Stahl auf Panzer Aeron ist auch vom Typ Flug, das heißt, wenn du mit Elektro draufhaust, ist das Ding One-Shot. Zumindest im normalen Spiel, weil da hat Panzer Aeron eine ziemlich schlechte Spezialverteidigung. In dem Game weiß ich es jetzt nicht. Aber Panzer Aeron ist Stahl Flug. Ja, warte, sind 5 Level Unterschied? One-Shot. Da zu sehen. Weggebumst. Richtig geil. Ein Poker da noch. Das ist ein Medikier. Was schlecht. Also das war jetzt ein sehr unspektakuläres Finale. Vom Tränen One-Shot. Easy. Yay! Ey, komm, das ist ein Anti-Climax-Battle. Nee. War gar keine Spannung mehr hinter. dieser Knoss. Der hat aber auch nicht ernst gemeint. Ja, das war traurig. Da fand ich Agathe und Bruno am schwierigsten. Da war jetzt ein bisschen bei mir hat es am Anfang angefangen. Aber man muss jetzt auch bedenken, immerhin war ich jetzt 20... Die meisten meiner Pokes waren 20 Level unterlevelt. Ja, ditto. Ah. Jetzt werden die alle hier hart gekämpft, herausfinden, Pokémon und Liga beenden. Du wirst gemeinsam... Ja, du hast es geschafft. Speichervorgang, Gerät nicht ausschalten. Kingler, Hundemon, Sumpex, Gengar, Aerodactyl und Krebskor, der Krebenchak, der nichts getan hat. Aber das Team an sich so in der Konstellation sieht nice aus. Das glaube ich dir. Wo will denn Gary jetzt hin? Der will flennen. Noch einmal auf die Liga gucken. Hey, ich bin Champion! Oh, ein Despoter. Nice. Alles klar. Muss ich jetzt... Ja, ich muss jetzt noch wahrscheinlich. Ich werde mir jetzt ein paar Hyperbälle holen, noch schnell ein paar Poke aus der ersten Gen fangen. Gucken, was ich jetzt kriege. Ja, hätten wir das LP auch nicht beendet. Wobei, vielleicht doch. Und dann in dem letzten Video, dann geht der Hate los. Mein Gott, die Leute, die sich das bei mir ansehen, die feiern mich gerade so derbst. Langweilig. Was hast du denn für mich? Oh, eine TM, 27. Ja, was haben wir denn da Schönes? Fegekick, boah! Yay, ist jetzt hier mal gleich fertig? Ach, jetzt kann auch alles weg, nur ist eh egal. Kingler, er lernt Fegekick. Absorber, na toll. Ja genau, als allerletztes muss man nochmal Pikachu sehen, weil das Pokémon auch so relevant ist. Pikachu ist scheiße. Hat er das gerade wirklich gesagt? Ist jetzt mal endlich der scheiß Endscreen vorbei. Ja danke, Ende. Schuss ausschalten!
Ein Rogge. Wie viel hast du denn in deinem Pokédex? Gucke eben nach. Nicht allzu viele. Kanto 6, heißt, ich muss noch 4 Pokes irgendwie gefangen kriegen. Zweitag von Kanto Meisterbällen holen. Nice. Pokémon erstmal. Ach nee, Quatsch. Beutel. Der Beutel. Dann mache ich jetzt aber einen Schnitt und mache daraus einen extra Part, auch wenn der nur 5 Minuten lang ist oder so. So, ich habe 10 Superbälle, einen Hyperball, 2 Meisterbälle. Oh, alles klar, wo sind die legendären Pokémon aus der, die Pokémon aus der... Da ist schon mal ein Tauros Level 3. Juhu! Beutel. Erstmal einen Superball drauf werfen, einfach mal gucken. Das Pokémon hat sich befreit. Vielleicht ist Tauros aber doch auch vom Fangwert. Oh, da wäre echt schon Meisterball angebracht. Das hätte es geklappt, ich werfe nochmal ein. Es kann gut. Cool. Ne? Stalos. Komm, jetzt bleib drin im Superball. Alter. Ryu, ich glaube, wir sind in einem LP. Wo ist mein Meisterball? Ey. Ich glaube, wir sind in einem LP noch nie so oft abwesend gewesen vom PC, oder? Nee, das stimmt allerdings. Ja. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja. Da war ich einen Part lang wohl da. Den Part habe ich auch extra schön benannt. Der erste Part heißt nämlich Duran verlässt mich und der zweite Part heißt ich wurde verarscht. Die habe ich noch gar nicht gerendert. Ich habe die schon alle gerendert. Ich hatte da Bock drauf. Ich hätte da auch wohl Bock drauf, aber ich muss jetzt erst noch mein anderes Let's Play rendern. Der Ryu redet mir dazwischen. Da muss ich lauter werden. Freundlicher zu reden. Ryu stinkt. Bereits gefangene Pokémon ist das okay. Das hat er wieder gehört, ne? Ja, ich war gerade. Das stimmt doch gar nicht, du hast doch geredet. Überlegen geht anders. Ja, ich habe Gurgur, jetzt macht gleich eine Schelle, der Gurgur. Du kannst Angela eigentlich gut anfangen. Was Geiles. Das ist so dumm. Mann! Ich hasse das. Ja, Leute, wir warten noch ein bisschen länger. Er gibt sich. Vier Pokémon. Oder vor allem, ich tue mal Gengar an die Spitze, dann kann ich die Dreckstücher wenigstens einstellen. Wo fängst du die denn? LOL, und trotzdem kriegen keine Pokes rein. Ja, wann, wenn das so super seltene Pokémon mit einer Ultra und das ist auch fies. Sind? Oh, und Zapdos, wie wär's mit dem Meisterball? Heute, Meisterball. Komm ran, Mädchen. So, noch 2 Pokes. Aber haben denn auf einmal hier alle Deoxys? Ich soll seinen Spitznamen geben. Nein, doch, Nummer 2. Das hätte ich jetzt eigentlich machen müssen, schön durchnummeriert. Was, Snubbull, ich will keiner. Ist Mädchen, Ding, Scheiße, Kacke, Arsch. Was bist du eigentlich? Du. Lubella. Hey. Geht weg, keiner will euch. Wo sind die Taubsis und Ratzfratz, wo ein Superball reichen würde? Ein Superball wäre viel zu viel für die, die wüssten gar nicht, was sie damit machen sollen. Ah, Superball. Ja, Gengar habe ich leider schon. Stimmt, ich habe mir meinen Gengar von Level 3 hochgezogen. Leute, der hat ein Enti. Zengo, Alter, was rennen hier nur so viele. Mano! Mano, Mann! Vielleicht im Vertania-Wald, da habe ich glaube ich kaum Pokémon getroffen. Oh. Könnte Glück haben. Aber hier? Meditalis, ist klar. Jetzt tauchen auf einmal diese super Pokes auf, Mann. Ey. Auch jetzt endlich mal 2 Pokémon noch aus der ersten Gen, bitte. Das genäht im Vertania-Wald, ist klar. Verlaufen. Mann, was ist jetzt hier? Ja, frag mal nach. Ineko, Mann. Und die Hälfte der Zeit laufe ich hier rum und mache Unsinn. Ja, das schneide ich einen großen Part von. Genau, Jirachi. Ey, jetzt kommen die ganzen. Wo waren die am Anfang des Let's Plays? Ja, Ultrigaria. Nice. Schlaf. Geh. Einfach. Geh. Ohne Quatsch, ne? Ich bin mit Simsala 52 aus der Liga gekommen oder sowas. Und dann das Ding ist jetzt Level 60. So viel Unsinn muss ich hier machen. Nein! Warum? Nein, es ist auch noch aufgewacht!
Es kann Aurora-Strahl auf Level 5. LOL. Ja. Wenn ich das gewusst hätte. Ah, schön. Nee, überhaupt nicht schön. Das ist hart mehr. Das glaube ich dir. Was hier abgeht. So, Beutel. Superball. Komm, ey. Mann, bleib doch in dem scheiß Ball drin. Das macht jedes Mal wieder auf. Es will nicht. Wir holen uns noch mal ein paar Trainer, Leute. Darf die auch nicht angreifen. Ist ja bald vorbei. Rüge muss nur noch Blitz holen und dann haben wir es geschafft. Ja. Wir können ja mal ein Fazit ziehen zum Randomizer. Also er war an sich ganz cool, ja, das muss man sagen. Dieses scheiß Ultrigaria. Auch wenn Ryu sich gerade über Ultrigaria aufregt. Es war an sich ein ganz interessantes Let's Play, muss man sagen. Aber ich fand Kaizo dann doch noch einen Tacken besser. Ja, es war zwar cool hier. Weil der Randomizer konnte halt entweder super anspruchsvoll sein oder super lappig. Je nachdem, also die Arena-Kämpfe bei mir sind ja teilweise so durchmarschiert. Und auch mein Rivalenkampf gegen Ende, der hatte ja nicht viel Aufwand, muss ich so ganz ehrlich sagen. Aber bei mir ja auch, da war ja Lorelei. Dafür gut. Waren die anderen Top 4 waren sehr nice. Habe ich nicht verstanden. Ganz ehrlich sagen. Die anderen Top 4 ja, waren sehr nice. Hast dich in Bruno verliebt. Muscle Man. Ist mir so auf den Eier gegangen. Der Muscle Man. Oh ja, das ist mein Traummann. Kennst jeden Muskel seines Körpers erforschen. Mit Öl einreiben. Ich kann nichts dafür, wenn du das machst. Oh, 21 Überbälle, das sollte doch jetzt auch wenn das jetzt nicht klappen würde, ne? Ich gehe jetzt auch immer auf die Route rechts von Vertania City, von Fuxania City dabei. Hey, ich auch gerade, vielleicht sehen wir uns. Oh, Rio, was machst du denn hier? Oh, ich weiß es nicht. Du hast nicht. Ich mache ja aus ganzer Verzweiflung mach ich die Trainer hier, ey. Nach Tara. Wäre auch gut gewissen. Wäre auch gut zu wissen gewesen. Wohl wahr. Wieder Nasknet. Will ein wildes Poke. Ein wildes Poke, dass ich einschläfer ein bisschen damagen kann. Kanimani. Nice. Mein erstes Ditto. Naja. Rückklopfen. Und schon wieder in der Arme. Ganz LP ohne ausgekommen und jetzt auf einmal wieder. Weißt du was? Ulti jetzt scheiße. Uran, flieh. Hier. Uria City. Da sind die noch schnell low. Mirig lappig. Kann ich da wegsnacken. Da schaffst du es. Ah, meine Jungglut. Stimmt, das wollte ich mir ursprünglich auch mal gefangen haben. Das ist mir entwischt. Capoeira. Ich brauche euch alle nicht. Ihr seid alle zu weit. Kann ich mal Mewtwo auftauchen? Abra. Nice. Ja, sein letztes Pokémon ist ein Abra. Lappen. So, Beutel. Dabei. Und Simsonas 62. Bam, toll, aber angefangen. Schön, freut mich. Ich bin vor Glückseligkeit kann ich mich kaum halten. Möchtest du Schwester geben? Nein. Dann hol dir Blitz. Und wo aus komme ich am schnellsten? Vertania City. Schneider. Ich kann auch. Vertania. Was sagen? Oder Mamoria, je nachdem. Nee. Ich denke mal, Vertania ist da richtig. Denkst du richtig. Ja, da ist es doch. Da ist sogar noch ein Item, was Meisterball. Ich habe. Auf Meister. Ja, Überreste. Bitte. Indigo-Stück. Toll. Da ist noch ein Item. Pokepuppe. Toll. Hier, du Affe. Also ich bin heute mindestens 10 verschiedene. Ja, ich habe. Hier. Super, du hast 10 verschiedene Pokémon. Einfach klasse. Hier hast du. Geil wäre, wenn er jetzt gesagt hätte 15. Ja. Dann hätte ich aber gefeiert, ey. Nee, dann hat jetzt das hat gereicht, ey. So, jetzt bringe ich noch jemanden Blitzball. Keiner von meinen Leuten kann Blitze lernen. Alles klar. So, Leute, das war Pokémon. Ja, es hat doch etwas länger gedauert, als wir erwartet hatten. Es war doch sehr random. Das ist wahr. Ganz ehrlich sagen. Aber es war mal wieder ein schönes Together. Lol, der hat Latias und Latios.
Das haben wir jetzt aber auf jeden Fall wieder hart durch. Das nächste wird nicht lange auf sich warten lassen, bestimmt. So. Auf jeden Fall. Ich stehe auf jeden Fall wieder in Alabastia. Warte, ich komme zu dir. Aber ich gehe oben ins Bett, ich bin etwas müde. Ja, du, mach du mal. So, Jungs und Mädchen, danke fürs Zuschalten. Jetzt habe ich mein Telefon durch die Gegend geworfen. So, jetzt aber. So, danke fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Den Nuran und ich hatten Spaß. Ihr hoffentlich auch. Und dann heißt es einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.